Frau Walker? Wenn sie jetzt noch genauso aussieht, ich glaube, die hat wieder die alte, ach, da sind sie. Alte Frisur, oder? Sie hat die? Sie hat die? Sie hat. Oh, oh fuck, Entschuldigung. Das, Entschuldigen Sie, Frau jetzt Wagner. Ist es Kate ich habe Walker. Versucht, hieraus schlau zu werden. Ist alles in Ordnung? Ich habe etwas für Sie. Das hilft Ihnen vielleicht, den Müllerladen zu finden, den Sie suchen. Danke, die, Frau Wagner. Die Action Herzlichen Kate, Dank. Die Action Kate Wir war toll. Schön, meine Liebe. Ich bin an der Rezeption, wenn Sie noch etwas brauchen. Aber die verträumte, sehr hübsche, aber auch sehr unsichere Kate Walker ist mir doch ein bisschen lieber. So ein bisschen stark sich muss das sein. Im Verlauf des Abends werden Ziele im Tagebuch festgehalten. Sie können es öffnen, indem Sie... Das weiß ich. Okay. Achso, Übersprung muss ich lang machen. Ich hab's vergessen. Und gut. Also? Dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Also fangen wir an, Fischhändler ausschließen. Ausschließen. Ach komm. Es muss ja das sein. Dieser Laden ist wohl so gut wie jeder andere. Was? Ah. Ja, komm hier, Wagenseit. Und jetzt, warte. Oh. Uhrwerke? Fahrradgeschäft? Ah. Bei zwei der Läden liege ich richtig, glaube ich. Nur den falschen muss ich noch ändern. Kann ich doch ausschließen. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl überprüfen. Irgendwas stimmt da nicht. Der ist es. Einer der Läden kommt mir falsch vor. Welcher? Ich sollte die Auswahl ändern. Also Fisch und Gourmet. Fahrradgeschäft. Ah. Hutmacher? Ich sollte mich auf drei Geschäfte beschränken. Mehr Orte Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Auswahl stimmt. Aber ich wette, alle anderen sind falsch. Ja. Ich sollte mich auf drei Geschäfte beschränken. Mehr Orte abzuklappern wäre zu viel. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl überprüfen. Irgendwas stimmt da nicht. Also der ist es auf jeden Fall. Der ist es auf keinen Fall. Bei zwei der Läden liege ich richtig, glaube ich. Nur den falschen muss ich noch ändern. Bei einem der Läden bin ich ziemlich zuversichtlich.
Ich sollte mich auf 3 Geschäfte beschränken. Mehr Orte abzuklappern. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl aber überprüfen. Uwe, der muss es doch sein. Einer der Läden kommt mir falsch vor. Ich sollte die Auswahl ändern. Bei 2 der Läden liege ich richtig, glaube ich. Nur den falschen muss ich noch ändern. Aber die beiden weiß ich. Diese 3 sind eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann. Ah, gut. Vielleicht kann ich ja mit Hilfe der Karte ein paar ausschließen. Mhm. Was? Vielleicht kam die Bilderrolle aus diesem Laden. E5. Antiquitäten für C. C4. Müller und Sohn. Das ist es. Wieso eigentlich Sohn? C4. D3. Okay. Es ist am wahrscheinlichsten, dass eins dieser 3 Geschäfte die Bilderrolle verkauft hat. Jetzt muss ich das Richtige auswählen. Dieses Viertel scheint sich sehr verändert zu haben, seit das Telefonbuch gedruckt wurde. Sieht aus, als existierte der Pfandleiher nicht mehr. Der Antiquitätenladen aus dem Telefonbuch liegt in diesem Viertel. Sieht aus, als gäbe es hier noch viel mehr ähnliche Geschäfte. Ein Gewerbegebiet. Schwer vorstellbar, dass hier ein Laden für Künstlerbedarf gut laufen sollte. Das Geschäft, das ich im Telefonbuch gefunden habe, muss ein Baumarkt oder so etwas sein. Dieser Antiquitätenladen ist vermutlich meine beste Chance. Die Adresse behalte ich besser. Wow. Ja. Ich muss nur das Bild aus meinem Zimmer holen. Dann kann ich los und es dem Antiquitätenhändler zeigen. Mit diesem Flyer ist er auf einer seiner Reisen nach Wagen gekommen. Russland hat durch Teilung mehrerer Staaten nach ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg. Wagen wird zur Hauptstadt, es herrscht ein schwieriges Wirtschaftsklima als die europäischen. Ja. Wagen verdankt ein Mysterium von sich in Öffnen namens Hans Vorarlberg. Hans Vorarlberg, französisch, naja gut. Dann nach der
Den Musikplatz, ja. Mhm. Braunen Schatten. Alliierten Gruppen. Außer Teil wird Mitglied der Europäischen Union, genau. Zurück. Okay, das war das. Das hier. Hm. Der Musikplatz derzeit in Renovierung. Die Sehenswürdigkeiten von Wahlen. Niemand kann sich von sich behaupten, die Stadt besucht zu haben, wenn er nicht zumindest eines der unglaublichen mechanischen Konzerte gesehen hat. Haben wir schon. Haben wir. Die Brücke der Nebel. Der Blick über den Dompreis ist völlig egal. Definitiv ein Buch, wer das Viertel steckt, voller Überraschung und an jeder Ecke war ein kleiner und auf einen kundigen Schnäppchenjäger. Ja, Hauptbahnhof. Der wird noch wichtig, mit Sicherheit. Boah, Hauptbahnhöfe. Höfe. Okay, ja, ja, ja. Das ist noch was Geschichte. Mhm, mh. Als Tribut an die Tausende von Vagaranern, die im Zweiten Weltkrieg durch die Thronschatten deportiert oder getötet wurden, für diese, genau, planen sie, Brücke der Nebel, das Viertel am meisten, Straße Gedenkens, und schließlich, wo tausende Unschuldige, wow, wir werden nicht vergessen. Unschön, aber wahr. Ich hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme. Mhm. Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Mhm. Ob der noch heizt? Das ist nicht mein Zimmer. Da gehe ich besser nicht rein. Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Okay. Musikplatz, ja. Das haben wir ja schon gesehen. Achso, ja. Mhm. Die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Ja. Das haben wir doch schon. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Na, die Trauer ist ja wohl jetzt nicht mehr so. Perfekt. Ich muss das Gemälde nur zu dem Antiquitätenladen bringen, den ich vorhin gefunden habe. Vielleicht kann Frau Wagner mir sagen, wie ich dorthin komme. Ja, können wir es bitte mitnehmen? Ja. Ich finde sie, Katjuscha. Wie versprochen. Und wir finden heraus, wer sie ist. Oder war. Das Gemälde war in Mayas Güterzug von den braunen Schatten geplündert. Ja, das weiß ich doch alles. Mhm. Ja, würde sagen, gehen wir. Raus, oder? Was ist das? Ah, Introspektion. Ja. Genau, immer gut. Wie seltsam, hier in Wagen zu sein, nachdem ich monatelang auf einem Motorrad von Osten nach Westen gereist bin. Nachdem ich mich mit Hilfsjobs durchgeschlagen habe, um die Reise zu finanzieren und mir diesen Gasthof eine Weile leisten zu können. Zum Glück hat Frau Wagner mich trotz meines Aufzugs und meiner bescheidenen Mittel aufgenommen. Das waren noch Zeiten, als Marson und Lormund für meine Spesen aufkamen. Es kommt mir vor, als gehörten diese verblassenden Erinnerungen jemand anderem. Ich habe mich sehr verändert. Nach Moms und Katjuschas Tod hat die Suche nach meiner hypothetischen Doppelgängerin mich gepackt. Mich sogar getröstet. Und ich habe Katjuscha versprochen, sie zu finden. Ich hoffe, es ergibt sich noch.
Aber irgendwie fehlt mir der echte Antrieb. Weil die Story Siberia ist vorbei. Irgendwie. Und zurück in ihr altes Leben kann sie ja nicht. Schach? Hier ist es sehr ruhig. Ach so. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Hallo, meine Liebe. Und Frau Walker, waren die Dokumente hilfreich? Sehr. Ja, ich habe sogar den Laden gefunden, den ich gesucht habe. Herzlichen Dank, Frau Wagner. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Fragen? Ich habe ein paar Fragen zu Wagen. Gut, denn wenn Sie mich zur neuesten wissenschaftlichen Entdeckung befragen würden, hätte ich passen müssen. Aber was Wagen angeht, sind Sie bei mir richtig. Das Viertel? Was können Sie mir über das Viertel sagen? Es ist einer der ältesten Teile von Wagen. Ein Arbeiterviertel. Ich und ein paar andere Relikte, die hier wohnen, versuchen Modernisierung und Massentourismus aufzuhalten, so gut wir können. Andere Viertel haben da nicht so gut aufgepasst. Und die Anwohner waren gezwungen, ihre Wohngegend zu verlassen, weil die Mieten so gestiegen sind. Toll. Das Geschäft, das ich suche, befindet sich offenbar in Wagens Antiquitätenviertel. Können Sie mir sagen, wie ich vom Gasthof aus dorthin komme? Da nehmen Sie am besten die Trambahn. Das Stadtzentrum ist eine reine Fußgängerzone. Da nützt Ihnen Ihr Motorrad nichts. Die nächste Haltestelle finden Sie oben an der Treppe, wenn Sie vom Gasthof aus nach rechts gehen. Das weiß ich jetzt, aber was machen wir nicht? Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, viel über Wagen und die Umgebung herauszufinden. Was muss ich wissen? Was muss ich wissen? Zum einen ist Wagen sehr alt und berühmt für seinen Charme und seine Kultur. Die Umgebung zieht hauptsächlich Bergsteiger an, da wir hier so nah an den Schweizer Alpen sind. Die Ufer der Dombre, des längsten Flusses im Land, sind ideal für Sommerfrischler. Was? Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Gasthof stellen, Frau Wagner? Oh, nur zu gern. Was möchten Sie denn wissen? Heute scheint es ruhig zuzugehen. Oh, um diese Zeit sind nie viele Gäste da. Also, ist das auch ein Gast? Oh ja, sie ist heute angereist. Eine ältere Dame aus England. Eine ehemalige Offizierin, wenn ich es recht verstehe. Angeblich ist sie in einer unangenehmen Angelegenheit hier. Ein Begräbnis, wie ich höre. Ach. Ja, Frau Walker. Und seit sie hier ist, hängt sie ständig am Telefon. Ich würde gern mehr über Sie wissen, Frau Wagner. Oh, da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Zumindest nichts Weltbewegendes. Aber Sie hatten doch sicher ein ereignisreiches Leben, oder nicht? Nun ja, ich bin kurz nach dem Krieg hier in Wagen geboren und habe es nie verlassen. Ich führte den Gasthof mit meinem Mann, bis er vor ein paar Jahren starb. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Sag ich doch. Also, nichts Bemerkenswertes. Andererseits haben wir auch nie das Abenteuer gesucht. Aber wir waren glücklich, mein Mann und ich. Das Zimmer ist perfekt. Danke vielmals. Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Walker. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Und es erscheint nicht jeden Tag mitten in der Nacht eine junge Dame aus Amerika auf einem Motorrad, die ein geheimnisvolles Geschäft sucht. Ich komme mir vor wie in einem Kriminalroman. Meine Suche hängt eng mit der Region Wagen zusammen. Können Sie mir etwas von Ihrer Geschichte erzählen? Sehr gern. Die Frau, nach der ich suche, muss 1937 etwa 18 Jahre alt gewesen sein. War das ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Wagen? Ein schlimmes Jahr. Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich bin kein Historiker und ich war damals noch nicht geboren. Ich weiß nur, dass es in den folgenden Jahren richtig schlimm wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Es muss also eine gute Zeit für faschistische Ideologien gewesen sein.
in der die braunen Schatten bloß eine der Fraktionen waren, die an die Macht wollten, mit Hassparolen. Ich habe durch ein Gemälde, das im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten geraubt worden sein muss, von der Frau erfahren, die ich suche. Nicht überraschend. Wagen und ganz Ostertal wurden kurz vor dem Krieg von den